Dillidi. Hoppala, 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 hoppala. Und da sind wir wieder. Man merkt, es geht langsam aufs Ende zu. Aber ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Und ich weiß, dieser Speicherbildschirm ist ganz lieb gewonnen. Aber man weiß ja nie. Das hat irgendwas bewirkt, aber sie sind immer noch abgeschlossen. Dann versuche ich jetzt mal Folgendes. Nein, ich speichere jetzt nicht nochmal. Jetzt gehe ich mal einfach ins Verlies. Da, aber da verließen sie ihn. Mal gucken. Boah, ich sehe hier gar nichts mehr, weil die Sonne gerade auf dem Monitor scheint. Gut, dass ich immer zwischenspeichere. Was haben wir denn da? Ist das eine Wand? Sieht so aus. Da ist auch eine Wand und hier geht es nirgends mehr weiter, außer nach rechts. Und hier sind wir beim Stargate oder hier Laderampe von der Enterprise oder sowas. Kann man das hier eigentlich heller machen? Nein. Ich sehe nämlich momentan kaum etwas, nur Dunkelheit. Kann ich nicht die Fackeln dort anmachen? So, aber ich kann natürlich nochmal speichern. Was passiert denn, wenn ich... Sieht aus wie ein magisches Force Field, also eine magische Barriere. Dann gucken wir uns mal weiter um. Ich sitze hier jetzt mit der Nasenspitze direkt am Monitor, damit ich überhaupt was sehe. Kann ich mich gleich festkleistern da. Hier geht's wieder zurück. Jetzt klingt die Musik anders, aber ich glaube, das heißt gar nichts. Huch. Ab und zu spackt die Mucke noch ein bisschen rum. Wie gesagt, liegt an DOSBox und Fraps, die sich auf 64-Bit-Systemen scheinbar nicht ganz so gut vertragen. Tja, jetzt laufe ich hier also alle Räume ab. Aber die Spannung steigt nicht wirklich. Hier geht's nirgends weiter. Sterben kann man hier wohl doch nicht, aber man kann zumindest viele langweilige Stunden hier verbringen, auf der Suche nach irgendwas. La, 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 la. Können wir uns hier nicht wieder... Und schon sieht man dann... Nein. Ach, deswegen. So viel dazu. Aber wir müssen natürlich nochmal rein. So. Auf dem zweiten sieht man besser. Mad Infrarot Skills aktiviert. Ja, die Grafik ist nicht unbedingt sehr abwechslungsreich in diesen komischen Labyrinthpassagen. Ich vermute mal, da hat man sich es auch ein bisschen einfach gemacht. Etwas kostensparender. Und das ist leider auch das ganz große Manko vom Spiel. Weswegen man es so scheut, das wieder anzufangen. Immer alles ein bisschen verworren und verwinkelt. Und man muss stundenlang einfach Räume absuchen, um irgendwas zu finden. Hier ist auch gar nichts zu finden. Nee. Ich weiß nur, dass es irgendwas hier gab, aber ich weiß nicht mehr, was und wo. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein
total spannender Moment. Mann, so kurz vor dem Ende noch so einen Schrott einzubauen, ey, das ist auch total ungeil eigentlich. Aber wir wollen ja mal nicht rumheulen. Lalalala. Na nö. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Sieht aus wie immer. Wo kommen wir da hin? Ach, da kommen wir wieder dahin. Tja, gehen wir jetzt noch mal rein. Probier mal was. Da probiere ich einfach mal was. Hier bin ich schon mal falsch. Das ist doch total super. Denn wir konnten ja mit Blau, war das glaube ich vorhin, konnten wir ja schon den königlichen Kelch, dieses komische Schwebefeld da ausschalten. Mal gucken, ob das hier auch funktioniert. Das könnte funktionieren, sagt er. Und hier geht's auch schon los. Nach Hause telefonieren. Aha. Und da haben wir wieder mit der Macht haben wir da wieder rumhantiert. So, jetzt aber erstmal wieder das Übliche. Und weiter geht's. Ich mach mich mal... Ach, ich kann mich gerade gar nicht zum Ball machen. Haben wir hier denn irgendwas? Din, din, din. Das sieht aber sehr sackgassig aus hier alles. Hier muss aber irgendwas sein. Sag mir, dass hier etwas ist. Ich mach mich mal zum Energieball. Ah, und da sieht man auch, dass der Stein leicht anders aussah. Und wir haben einen zweiten goldenen Schlüssel gefunden. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Und dann schmürgeln wir gleich mal die Doppeltür auf. Und gucken mal, ob wir vielleicht dann endlich irgendwo ankommen, wo wir plötzlich König sind. Natürlich nicht. Wir müssen ja noch Malcolm ausschalten. So. Miau, da sind wir wieder. Und da kommen wir auch schon zur Doppeltür. Speichern, 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 speichern. Doppeltür, Doppeltür. Ah, endlich aufgeschlossen. Da sind wir natürlich ganz aufgeschlossen der Tür gegenüber. Und treten einfach mal hinein. Ja. Was das? Das ist also Kyra Vault. Also Vault kennt man vielleicht aus Fallout. Das ist so ein Bunker. Und hier haben wir drei Kissen aus rotem Samt. Und wir haben drei königliche Gegenstände. Ich frage mich, ob da die Krone hingehört. Aber man sieht ja auch gar nicht, was da wohin gehört. Ich vermute mal, der Kelch gehört wahrscheinlich dahin. Und dann packen wir das Zepter mal dahin. Ich hoffe, das ist der richtige Ort für das Zepter. Huch.